Willkommen zurück in der Wildnis. Subsistence geht weiter und wie ihr seht, ich war fleißig. Ich habe ziemliche Sachen farmen können und bauen können. Also meine Base vom Fundament zur Base bald. Man darf sie schon fast so nennen. Und ich habe es jetzt getestet. Also das mit dem Base Commander Teil, das da an der Wand hängt, das funktioniert also. Und auch hier, ich konnte jetzt im Inventar einiges ein bisschen aufstocken, also in der Kiste. Ich habe jetzt mir einfach auch angewöhnt, sobald ich einiges beisammen hatte, dass ich sofort zurück zur Base laufe und die Sachen in der Kiste verstaue. Und nur das Nötigste mitnehmen, so wie die Wasserflasche. Die Fundamente und so konnte ich craften durch das. Ich bin zwar einige Male gestorben, doch es erleichtert von jetzt an. Also wenn man diesmal hat, diesen Base-Dingens da. Base Command Unit, genau. Wo man so viele Sachen herstellen kann. Ich möchte ja das Bett machen und dazu fehlen mir die Federn. Also wenn man das mal hat, also geht das Spiel grundsätzlich schon mal tausendmal einfacher. Also auch wenn man stirbt, man hat einen Anhaltspunkt, man findet die Base wieder. Es wird wirklich über die ganze Map angezeigt. Man hat dann irgendwie, ich glaube, wenn man stirbt, 100 Sekunden geht's. Und dann kommt das Base-Symbol, wenn ihr rumläuft. Und das hat sich extrem bewährt. Ihr seht, also ich bin jetzt eigentlich in ziemlich kurzer Zeit doch schon ein Stückchen weitergekommen, auch mit den Fundamenten, den Fenster. Jetzt brauche ich natürlich noch Holz für mein Feuer, sonst erfriere ich. Ich konnte auch, das, leider habe ich es nicht aufgezeichnet, ich habe mir das Bein gebrochen unterwegs und daran stirbt man also. Man kann so eine Schiene bauen, ich hatte natürlich nichts dabei, weil ich ja gestorben war, aber man kann dann eine Schiene bauen, also craften, um das zu schienen. Also es ist dann wirklich ein Must-Have, also wenn ihr da länger unterwegs, wenn das passieren sollte, wird es dann echt, dann wird es knapp. Also die Zeit ist sehr knapp berechnet, bis man nicht, nehme an, verblutet. Man kommt nicht mehr schnell voran, also Rennen oder so, es geht gar nicht, geht ganz langsam, könnt ihr dann nur noch laufen und natürlich die Lebensanzeige geht immer weiter runter. Ja, also es ist wirklich, nach wie vor bin ich voll begeistert von dem Spiel, auch wenn es viele Sachen hat, die sicher noch nicht fertig sind. Wie ich gesehen habe, konnte ich, oder könnte ich, muss so sagen, über Steam kann man bereits einen eigenen Server hosten. Ich möchte das dann gerne mal in den nächsten Tagen testen mit Freunden, ob es bereits so gehen würde, dass man im Multiplayer spielen kann. Also, ich bin ein bisschen skeptisch. Vielleicht wird es einfach erst schon angezeigt, weil im Spielmenü selbst ist Multiplayer noch nicht auswählbar. Aber vielleicht geht es so, wenn man es so direkt startet. Werden wir sehen. Würde ich gerne dann testen. Und der Morgen bricht an. Ich dachte ja erst Vormittag, also morgens, so in der Dämmerung, sind die Tiere ein bisschen rarer. Ist also nicht so. Auch die Bäume, es geben nicht alle Bäume gleich viel Holz ab. Also die meisten geben 3, es gibt aber Bäume, die 4 abgeben. Aber ich habe mich zu wenig geachtet, welche das sind. Oder jetzt da eins mehr oder eins weniger, naja. Und ich habe meine Pistole verloren. Stimmt, das wollte ich nämlich auch noch erzählen. Das war jetzt, als ich die Base erstellt hatte, dann kam mir das Base-Zeichen jedes Mal, wenn ich dort bin. Und ich kann sie jetzt ja auch sehen mittlerweile. Aber als ich dann wieder gestorben bin, habe ich dann wirklich die Pistole verloren. Wieso auch immer. Ob das ist, weil ich die Base jetzt gestellt habe, also einen Anhaltspunkt habe auf der Map. Jetzt versuche ich den mal dann vielleicht mit der Axt zu töten. Was ist eigentlich los? Haben sie euch... Oh! Haben sie euch freigelassen. Und jetzt sollte ich natürlich schon schauen, dass ich wieder zu einer Waffe komme, weil ich brauche für meinen Respawn, also für das Bett, brauche ich Federn. Und die Hühner, eines konnte ich da ja einfangen, das war wahrscheinlich auch ein bisschen verbuggt. Konnte ich ja mitnehmen, hätte ich das gewusst, hätte ich es nicht freigelassen. Aber ich brauche da irgendwie wieder eine Pistole, um dann irgendwie einen Huhn abzuknallen, damit ich an Federn komme, damit ich auch ein Bett bauen kann. Das wäre dann schon super. Würde noch mehr erleichtern. Aber wirklich für die, die spielen und frustriert sind, also echt mein Tipp ist voll, wenn ihr diesen Base Commander habt, und das ist also möglich, also das, ich habe es auch geschafft und schafft ihr das 10-mal schneller, das erleichtert so extrem viel. Gleich eine Kiste bauen und alles, gerade Nägel und solche Sachen, die ihr nur da so in Kistchen findet. Scheißwolf. Ich kann den nicht töten.
bisschen Leben hat es dem genommen, oder? Naja, also wirklich, ich würde dann gleich eine Kiste bauen, damit ihr die Sachen immer wieder reinmachen könnt. Das habe ich, deswegen kam ich jetzt auch ziemlich voran mit der Base. Und ich habe es immer sofort wieder reingemacht, wenn ich was hatte. Kein Risiko eingegangen. Ich habe jetzt auch gesehen, also man muss einfach wirklich die Augen und Ohren offen halten auf dieser Map. Dann ist das Überleben schon einiges einfacher, vor allem auch jetzt mit den Fasern. Da oben ist nämlich gerade ein Strauch hier. Die sind echt, es gibt nicht zu wenige. Also das habe ich auch schon gelesen in Kommentaren, dass es gibt viel zu wenig solche Dinge. Ja, wer einfach blind durch die Wildnis läuft, wird sterben und wird nichts finden. So ist das. Also es ist, finde ich, nicht krass versteckt, auch nicht rar gesät. Also da hat es schon die zweite. Man muss wirklich vielleicht nicht nur durchrennen, einfach halt auch mal nur laufen. Und dann sieht man die Sachen, sich mal drehen, mal umschauen. Dann findet man wirklich unzählige Materialien, auch Eisen, Kisten und ja, alles, was ihr eigentlich braucht. Dann hier ist sogar schon Eisen. Also es geht schon, weil das hat mich ein bisschen gestört. Ich habe ja wirklich, bevor ich ein Spiel auch kaufe und so, wenn, dann gehe ich kurz mal gucken, wie das Gameplay aussieht. Ich spoilere eigentlich nicht unbedingt. Habe ich erst nach dem, glaube ich, zweiten Let's Play mal ein bisschen geschaut, wie das die anderen gemacht haben. Sonst möchte ich das selbst entdecken, aber ich habe die Kommentare natürlich durchgelesen, bevor ich es gekauft habe. Das Spiel hat sehr gute Resonanz eigentlich. Sehr viele positive Kommentare, was ich einfach oft gelesen habe. Wie gesagt, dass man die Sachen nicht findet und das sei so hart gesehen, das sei mühsam, das Craft sei viel zu teuer zu craften. Ich finde das jetzt eigentlich nicht. Also man muss sich halt einfach auch ein bisschen, denke ich, Zeit nehmen, im Spiel anpassen und dann funktioniert das. Also und vielleicht, ja, wie ich jetzt, musste ich auch so eine gewisse Strategie zu entwickeln. Mein Glück ist jetzt, dass ich endlich dieses blöde Base-Command habe. Wie man ja sieht, wird die Base mit einem Punkt jetzt angezeigt, wo ich hinlaufen muss. Und das ist schon mal das A und O. Also das ist sicher Priorität eigentlich, wenn ihr beginnt, versuchen so schnell wie möglich Sachen zu sammeln, um das zu bauen. Ich habe dann auch noch das Fundament gefunden mit dem Lagerfeuer, was ich ganz zu Beginn, ich weiß nicht, in der ersten oder zweiten Folge gebaut habe. Da bin ich wieder drauf gestoßen. Ich konnte das auch abbauen und wenn ich es richtig gesehen habe, habe ich einfach die Hälfte am Baumaterial habe ich zurückbekommen. Konnte ich also wieder mitnehmen. Oh, das, der Bär. So. Ich habe auch den Eindruck, je weiter ich jetzt komme, umso mehr Material ist in den Kisten und Rucksäcken. Aber vielleicht täuscht es mich. Also, aber ich hatte jetzt wirklich ein bisschen so den Eindruck, dass da ein wenig mehr Sachen drin sind, als zu Beginn. Und was ist das? Ah, so ein Erz. Versuche ich das nochmal abzubauen. Ich habe das nämlich auch schon versucht, das ging nicht und jetzt geht's. Weiß ich nicht, ob es verschiedene Erze gibt, dass ich die einen dann nur mit einer Spitzhacke abbauen kann. Oder ob es einfach verbuggt war, das erste Mal, ich das versucht habe. Das habe ich, glaube ich, nämlich nicht aufgezeichnet. Weil ich hatte es bewusst jetzt nicht aufgenommen, weil ich dachte, das Farmen ist ja auch mühsam. Und so erlebe ich wieder was, kann ich euch wieder was erzählen. Und so, jetzt sieht man es gut. Da hinten wird die Base angezeigt. Hätte ich mich beeilt, schon wieder Eisen. Also ihr seht, es ist wirklich genügend Material hier. Pflänzchen und Fasern. Ich finde es dann einfach auch schade, dass man oft eine negative Kritik eigentlich in einem Spiel gibt. Und wenn man dann auf die Stundenanzahl schaut, wie lange die das gezockt haben. Knapp eine Stunde, wenn überhaupt eine Stunde. Und Das ist einfach, ich finde das nicht ganz in Ordnung, denn ich habe sicher jetzt auch 1,5 Stunden, vielleicht 2 Stunden, bis ich so ein bisschen das Spiel ein bisschen gespürt habe. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll. Einfach bis man ein bisschen gemerkt hat, okay, das läuft hier jetzt einfach so und so und da muss man halt einiges dafür tun, damit man was hat.
Aber die Freude ist irgendwie dann umso größer. Also wenn ich denke, ihr könnt in so vielen Spielen, kommt ihr in den ersten 15 Minuten so scheiße weit. In einer Stunde habt ihr eine Base zu stehen, wo schon super ist und seid equipped ziemlich gut schon. Ja, wenn das Ziel ist von euch, ist das natürlich, dann ist das hier sicher das falsche Spiel. Also wenn ihr so schnell wie möglich vorankommen wollt und auf dem einfachsten Weg vorankommen wollt, solltet ihr sicher nicht das Spiel Subsistence wählen, das ist ganz klar. Aber ich finde, hier ist das sehr realistisch gehalten, man muss etwas tun und sei es nur für ein Fundament zu bauen. Man muss die Gegend immer wieder durchsuchen, überall spawnen dann wieder neue Sachen, also die Kisten stehen überall rum. Manchmal hat es mehr, manchmal weniger. Ich weiß auch nicht, wie da der Random-Zyklus eigentlich da ist. Ich bin auch schon fast auf 3 Kisten gestoßen, die standen fast beieinander, dann findet man wieder lange nichts. Ich habe jetzt auch gesehen, dass irgendwie die Map ist so wie in verschiedene Biome eingeteilt. Ich empfinde das fast wie ein Kreis, der sich so nach außen dehnt, also außen ist dann auch das Schneebiom. Da ist nichts, also ich habe keine Kisten gefunden dort, auch keine Tiere. Je tiefer ich dann wieder runter ging vom Berg, also weiter runter in die Map hinein sozusagen, also Richtung Mitte, wenn man sich so vorstellen kann, dann kam irgendwie so das Herbstgefühl auf. Also die Blätter fallen von den Bäumen, die Temperaturen sind auch nach wie vor noch ein bisschen kälter, es windet. Und es finden sich zum Beispiel, also ich hatte es jetzt so empfunden, vielleicht liege ich auch falsch, korrigiert mich, aber da hat es auch dann in diesem äußeren Kreis, hat es dann eigentlich auch nicht so Bäume, die Fasern oder diese Heilpflanzen haben, die habe ich nicht gefunden. Und dann kommt man so ein bisschen mehr rein in die Mitte von der Map und da findet man die dann häufiger. Da gibt es dann auch mehrere Büsche dann ziemlich im näheren Umkreis, da findet man das schneller. Also ich denke, da ist schon eine gewisse Überlegung dabei bei einem ganzen Spiel, auch beim Aufbau der Map. Und deswegen sage ich, also wer einfach eine Negativbewertung für dieses Spiel abgibt oder sagt, das ist scheiße, nach 30 Minuten zocken, nach 40 Minuten zocken, dann muss ich sagen, das kann ich nicht ernst nehmen. Ich finde es top, was hier geleistet wurde, grafisch genial gemacht. Natürlich gibt es ganz, ganz viel noch, was man verbessern könnte und ich bin mir sicher, das wird alles kommen. Also mir gefällt das wirklich super und vielleicht wird bei mir die Phase dann kommen, wenn ich alles gebaut habe und bis dahin kein Patch kam, um weiterzumachen, sei diesen Patch für Multiplayer oder was auch immer, wird das sicher dann auch sein, dass ich sage, okay, jetzt mache ich mal eine Pause und dann schauen wir, wie sich das weiterentwickelt. Aber dennoch, ich bin hell begeistert. Ich glaube, man merkt das auch. Es ist genau so was. Man muss was tun, damit man was hat und es geht nicht so einfach und man ist wirklich scheiße allein hier und es ist auch das Craften, finde ich, einigermaßen eigentlich ziemlich realistisch gehalten. Ich meine, also ich habe es noch nie gesehen, dass ich noch Nägel suchen musste, um mir ein Fundament zu bauen. Da reicht ja normalerweise einfach Holz. Und dann hatte man das Fundament. Ja, habt ihr schon mal nur aus Holz ein Fundament gebaut ohne Nägel? Klar, kann man jetzt wieder spekulieren drüber. Aber ich sage nur, und das finde ich eigentlich toll, dass die Ressourcen wie Holz, wo hier wirklich im Überfluss ja sind, wo man schnell findet, nicht einfach gerade ausreichen, um alles bauen zu können. Auch durch das, ich habe auch noch gelesen, einige haben geschrieben, das hätte keine Handlung, das Spiel. Also sorry, wenn ich überleben soll in der Wildnis, was für eine Handlung will ich denn haben? Also ich muss da echt, manchmal muss ich mich da echt ein bisschen, ich weiß nicht, fragen, was einige Leute denken. Was will ich denn für eine Handlung? Story Mode reinbringen. Hier überlebe ich und das ist ein Bär und so, nee. Also ich habe bislang, was soll ich sagen, jetzt vielleicht 4-5 Stunden gespielt und muss sagen, ich habe immer zu tun. Also mir war bis jetzt noch nicht langweilig. Es gab sicher zu Beginn einige Situationen, auch gerade mit dem Sterben und so, wo ich echt frustriert war, es mich angeschissen, weil, wie ihr ja mitbekommen habt, einfach auch die Map dann natürlich fehlt, wo man sich orientieren kann, aber genau das macht spannend und irgendwie genau solche Sachen haben mich auch immer wieder motiviert weiterzumachen, weil ich dachte, hey, jetzt habe ich das endlich geschafft. Jetzt habe ich zum Beispiel diesen Space Command und jetzt bin ich voll drauf, dass ich das jetzt richtig angehe, damit ich hier wirklich mal von einer Base sprechen kann, von einem Haus. Und ich finde auch, es geht je länger, je einfacher.
die Sachen jetzt zu finden. Ich weiß, dass ich einen Bogen um die wilden Tiere machen muss. Worauf ich vielleicht achten soll, dass ich mich sehr, sehr gut umsehen sollte, immer auch bevor ich vielleicht dann noch eine Kiste öffne, weil, wie ihr seht, das braucht Zeit. Ich kann den Blick abwenden von der Kiste, um mich umzusehen, muss dann aber neu beginnen, sie zu öffnen. Ja, es fängt so mit Kleinigkeiten an und das, für mich hat das wahnsinnig Potenzial und ich hoffe, dass viele, viele dieses Spiel kaufen werden, sei es auch noch im Early Access, so wie jetzt. Ich gehe davon aus, dass es noch eine Zeit lang im Early Access sein wird, aber dass man den Entwickler unterstützt. Ich finde das eine super, super Sache, was hier erschaffen wurde. Es ist sehr lieblich und sehr detailgetreu und ja. Also es würde mich echt freuen, dann auch natürlich hoffentlich im Multiplayer, dass man, je nachdem wie das dann aufgebaut sein wird, ich gehe jetzt nicht davon aus, dass das Server sein werden, aber dass man da zusammen spielen kann und da könnte ich mir echt viele, viele Sachen vorstellen, was man hier zusammen anstellen könnte und die Zeit vertreiben. Und wenn das regelmäßig gewartet, gepatcht wird, könnte das wirklich was werden, dass das größer rauskommt, als man vielleicht denkt im Moment. Ich denke, so eine versteckte Schatzkiste des Subsistence. Ja, ich gehe jetzt natürlich dran. Ich muss unbedingt die Waffe machen. Mal gucken, was ich dazu nämlich noch brauche. Eigentlich Munition, da hätte ich ja auch Sachen. Könnte ich da noch. Das finde ich auch toll gelöst hier, dass man wirklich die Kiste öffnen kann, zusätzlich das Crafting-Menü und das so ziehen kann. Das habe ich jetzt auch noch nie in einem Spiel so eigentlich erlebt. Dann schließe ich ja meistens oft die Kiste, öffnet man das Crafting-Menü, zieht dann einfach sein Inventar. Das finde ich hier auch genial. Das ist sehr, sehr eine bequeme Lösung dann. Und man kann gleich die Sachen wieder in die Kisten machen, die man nicht benötigt. Man sieht gleich, was man hat. Das ist sehr übersichtlich. Finde ich schon cool. So. Wir machen Patronen und ich weiß gar nicht. Hier wäre zum Beispiel diese Bandage, wo ich davon gesprochen habe, wenn man das Bein bricht. So ein Kit möchte ich eigentlich auch machen. Hätte ich auch genügend Sachen zu. Der Adrenalin-Boost. Machen wir auch eins. Ja, man merkt dann selbst, was man mitnehmen sollte, müsste oder was vielleicht klug wäre, nicht mitzunehmen, falls man stirbt. Und was ich immer noch nicht ganz weiß, ist dann, wie ich zu Wasser komme. Aber das werden wir sehen, finde ich sicher noch heraus. Und dann danke ich fürs Zuschauen. Ein Däumchen, wenn es euch gefallen hat, vielleicht ein Kommentar und natürlich noch besser, wenn ihr das Spiel dann vielleicht auch mal kauft und den Entwickler somit unterstützt. Dann sehen wir uns morgen in Subsistence. Tschüss!